Herzlich willkommen, einen schönen Freitagabend. Ich begrüße mein Rateteam. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf eine aufregende, spannende Sendung. Das ist das Ding der Woche. Ich lasse es einmal so kompakt so auspacken oder zerlegen darf es dann der Viktor. Ich zeige Ihnen, wie ihr Insert, wozu es dient, meine Damen und Herren. Bitte schön. Mhm. Ja. Genau. Was ist das, eine sexy Unterwäsche, was? Mit Reflektor. Mit Reflektor. Genau, die Warnweste für Sex am Bannenstreifen. Sex am Bannenstreifen. Für Spiele im Dunkeln. Für die winterliche Outdoor-Eröhrung. Jetzt hänge ich da unten mit einem Kabel. Yes, es ist, warte. Oh je, na, jetzt müssen wir was anderes machen. Jetzt merkt man wirklich. Jetzt. Bitte, bitte. Oh. Weiß nicht darauf hin, dass wir schon 15 Jahre on air sind. Ich bin der Zimmerälteste. Ich habe gestern und heute Tennis gespielt. Mir tut alles weh. Also, was heißt das? Du bist sogar älter als das Zimmer. Ich stehe auch unter Denkmalschutz. So. Ja. Und man das braucht zu Recht. Genauso, warum? Da ist so ein Klettverschluss. Der war nicht, also man könnte, na gut. Was könnte man? Darf man das da rausziehen, was da drinnen ist? Probier's mal, bitte, lieber Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ein Klettverschluss. Das ist so ein halb durchsichtiges Material. Vorne ist es geschlossen. Du musst das ist aber kein nicht. Reflektor. Du musst es aber nicht. Weil drauf steht, was das ist im Prinzip. Aber man muss es nicht rausziehen. So, das kann man. Da ist auch was. Gut, vielleicht sollte man mal die Kleber runternehmen. Nein! Die haben wir ganz liebevoll draufgetan. Jetzt ist wird uns ganz liebevoll runter. Warning, this is not a toy, this is not a life-saving device. Do not leave child unattended while in use. Use only under competent adult supervision. Ja, die wollte es gerade aufblasen. So ist das ja nicht, so ist das ja nicht lustig. Warning, this is not your husband. Do not blow into it. Lass das da drin. My goodness! Gracious! Da, schau. Ja, genau. Da, wenn wir das so öffnen, aber ich möchte weiterlesen. Ach Gott. Und, na, aufblasen, Kerstin. Ich möchte schauen, wie das aufblasen ist. Blas es mal auf. Ja, da musst du mal drauf. Apropos bakterielle Infektion. Blas es mal auf. Sollen wir das aufblasen? Ja, natürlich. Blasen. Blasen. Kann man gar nicht aufblasen. Geht da geht überhaupt nichts rein. Na, man merkt, du warst Schwimmer und kein Wasserball. Oh ja, da geht was rein. Das würde zu lang dauern. Aber ich glaube, das ist glaube ich, eine Schwimmweste. Oder eine Schwimmhilfe für Kinder. Für Kinder. Nein. Na, aber ich stehe, das ist keine Schwimmhilfe. Ne? Eigentlich. Okay, eigentlich. Also es ist vielleicht eher eine Boje, um den Standort von Ertrunkenen zu markieren. Ja, wenn er hieß, ist eh wurscht, oder? Aber er muss halt nur geschwind aufblasen rechtzeitig. Ja. Also vor dem Ertrinken aufblasen, damit er mich nachher findet, wann ich ertrunken bin. Mhm. Ja, mich jetzt schon dann ertrinkt er auch schneller. An Suzels dann mag er niemand. Fertig auf, mag ja niemand. Na, du willst eh nichts mehr sagen, bloß auf dabei. Komm. Es ist ja, komm, wie viele Leute wieder applaudieren können. Das ist auch Fernsehunterhaltung im Jahr 2019. Victor Gernot bläst was auf, das Publikum klatscht enthusiasmiert. Der Höhepunkt des Fernsehjahres 2019. Das kommt sicher in den Jahresrückblick. Also lustiger geht es ja wirklich nicht mehr. Nein, das ist ja, was haben wir für einen Spaß gehabt? Aber warum geht es so schwer? Hast du so gesehen, was gibt es Neues gestern? Der Gernot hat blasen. Hat wieder was blasen. Also das geht auch auf, da wo zupickt ist. Mhm. Also da kann man du musst das Kondome oder Sandwich, wenn man es nicht gern so trocken hat. Du musst es jetzt zusammenbeißen. Langsam. Wir reden ein bisschen zu viel. Victor, wie geht's dir? Da steht jetzt 1,4 Promille. Das ist ein Sitzkissen. Das ist doch ein Sitzkissen. Kann irgendwer mein Ding zusammendrücken währenddessen? Ich glaube, dann geht's leichter. Ist das ein. Bitte komm, ich komm. Ein Schanigarten-Sitzpolsterl, damit. Also. Ja. Eher übergewichtige, weichfleischige Menschen haben ja auf diese klassischen Gartensessel dann so Pommes frites. Aber ich glaube, es ist jetzt schon ziemlich. Also, okay. Warte langsam. Danke dir, Omar. Bitte gerne. Omar, ja. Der Thomas Omar war jetzt so. Omar so gut, Omar so lieb. Oder auch.
Wenn wir nicht die Omar hätten. Wenn wir nicht den Omar hätten. Hilli Reschel. Okay. Hilli Reschel. Jetzt ganz es, jetzt nah es wieder eine. Ist das Phantom der Omar da. Frag mich nicht, warum ich mich noch erinnere. Der Enkel möchte eine Beat-Frisur, wird nicht erlaubt, sagt Papa stur. Ich weiß ja nicht mehr. Rapid-Frisur? Nein. Ja, aber die erste Stufe weiß ich. Die Omi bügelt, wäscht und strickt, sie näht und bürstet, saugt und flickt. Saugt? Der Familie wohlbehagen, der sie auch gut. Bäume schlagen, super. Wenn wir nicht die den Oma hätten, Oma hätten, Oma hätten. Ich glaube, es ist der Sauerstoffmangel. Oma, es ist eindeutig der Sauerstoffmangel. Ich mache jetzt keine Sorgen. Omarlein. Gut, wunderbar. Ja. Ja. Was machen wir jetzt? Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unseren Zuschauern im geriatrischen Pflegezentrum Leinz. Was machen wir jetzt damit? Du hast es jetzt so schön aufblasen. Jetzt gehört es da ja rein. Jetzt tu es einmal zusammen. Jetzt tu es einmal zusammen, dein Schani Gartenpösterchen. Ja, jetzt kriegst du es nicht mehr durch. Langsam. Ich glaube, es ist ein Sitzpolster. Ich hätte es aufblasen müssen, während es darin war. Ja, genau. Jetzt kriegst du es nicht mehr rein. Da ist ja nur dieser Kleine. Entschuldigung, ich muss jetzt... Gut, die Kleine. Was, jetzt kriegen wir es nicht mehr rein? Nein. Dass du es nicht mehr rauskriegst. Man muss es auslassen, frisch aufblasen. So machen wir das jetzt. Jetzt lassen wir es aus, dann musst du es reintun und dann blast es bitte noch einmal. Stört euch, wenn ich. Warte. Stört euch, wenn wir uns über was anderes unterhalten. Nur ganz kurz. Du kannst mal währenddessen den aufblasen. Danke. Gut, wo sind wir jetzt? Also wir wissen, dass also, so gehört Omar kann in einen um. Ja. In unserem Alter kriegt man da Erfahrung mit sowas, gell? Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon die sprechen. Vom Halbwach eine Nudeln. Und das ist das, ich sag doch, ich habe keine Ahnung, wovon die sprechen. Ja. Gerade eine handwerklich anspruchsvolle Tätigkeit aus, die man so bezeichnet. Ja, aber irgendwie macht mir das ein bisschen Wurlaut, wenn ich das so zuschaue. Ja. Machst du sehr schön. Ja, wunderbar. So, jetzt, was haben wir? Du warst jetzt bei der. Die letzte Assoziation war ein Schani-Gartenpölsterchen. Also, wenn da sitzt, ja, zu kalt also du ist. Du wärst dann einer, der was immer offen operiert und nicht, ja, endoskopisch, sage ich dann. Aber wozu braucht man dieses Teil dann, wenn so man schon drauf sitzt? Ich lade dich herzlich ein. Danke. Das. Naja, wozu braucht man das? Was fädelt man da mit ein? Oder? Gute Frage, woran Viktor. Woran befestigt man das? Gute Frage, Viktor, weil das ist eine essentielle Funktion. Ja. Weil fürs Schani-Gartenpölsterchen würdest du das Lätzchen da nicht... Oh ja, da ist das Geldbessel drinnen. Ja, oder das Bierglasl. Wieso? Ja. Ist es auch ein Klettverschluss? Da geht was, da kann man was rein tun. Ja, da kann man was rein tun. Ah. Aber war. Ein Getränkehalter, ein Campinggetränkehalter. Ja, bitte, du sitzt drauf und dann hängt das Getränk unten. Nee, naja, wenn letzte Runde ist und man bestellt noch 5 Seideln und es hat nicht mehr Platz am Tisch, dann muss eins da runter. Kattenstraße hat berichtet, dass sie am Leben. Ja. Stellt das da her, da ohne. 50. Letzte Runde, 16 weiße Spritzer. 16 weiße Spritzer. Gib mal weiter, vielleicht fällt dem Oma was ein. Du kannst das endoskopisch machen. Ich mach endoskopisch. Das ist was fürs Auto. Das Auto? Fürs Auto. Lass drin, es gehört rein. Nein, ich mach's nur gescheit. Also, schau, das ist eine Sitzerhöhung, eine aufblasbare für Kinder, die nur ein bisschen zu klein sind. Ich zum Beispiel. Nur ein bisschen. Ja, aber wofür ist das unten? Das fädelst du durch den Sitz durch, dann fällt es nicht wieder raus und kannst dem Kind, das hinter dem Kind sitzt, das also muss es noch halten. Ein Getränk hineintun. Schau, da kannst du hinten sagen, was mit was für ein Auto fährst du? Darf man Werbung ein machen? Porsche Cayenne. Nein, aber ich bin da... Ein schwarzes. Okay. Ja, bei schwarzen Autos brauchst du das nicht. Bei schwarzen Autos... Ja, aber ansonsten... Es ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall Gesäßform. Oder Spatenform, aber ein Spaten ist zu wach. Ja. Na, wenn du ihn aufblasen hast...
Ja, viel Vergnügen. Kannst du mir mal im Garten besuchen kommen. Aber das heißt, wenn da irgendjemand mit seinem Hintern schon öfters drauf gesessen ist, habe ich jetzt wieder irgendwas aufpassen, was nicht so. Warum hat er gesagt? Ich schwöre dir, also ich glaube, es ist neu. Da ist noch nie jemand mit seinem Hintern drauf gesessen. Okay, hoffentlich. Ich schwöre dir. Aber das, was drauf war, ist noch viel appetitlicher. Also, okay. Ja, nein, keine Angst, ich glaube, es ist frisch geschickt worden. Also das alles, was ich bisher bei Was gibt es Neues in den Mund genommen, hast du mir nachher gesagt, dass entweder pilzbehaftet war auf Füßen oder in diversen anderen Öffnungen drin. Ich nehme nie wieder was in den Mund. Es ist ein Eitertablett. Es ist ein Eiter. Nein. Es ist auf jeden Fall gut belüftet und abwaschbar. Ja, was ist denn drauf gestanden, was du da gelesen hast? Da stand doch was von Life-Saving Device. Not a Life-Saving Device. Das stimmt nicht, das ist ein Life-Saving Device. Aha. Dann habe ich es vielleicht falsch gelesen. Mhm. Ich nehme es wieder raus. Nein! Lass drin. Ach so, ein Life-Saving Device. Naja, ich weiß, was Sie meinen. Du hast ihn an den Strudel gerät. Ist es gestanden? Du sollst dich nicht drauf verlassen. Ja. Ist gut, wenn du das mit hast, aber ob es hilft, wissen wir nicht. Es ist der Parteifreund unter den Life-Saving-Devices. Na, ich habe da auch keine gescheite. Was sollst denn du da hinein tun in ein Life-Saving-Device? Ich sag dir was. Weißt du, was du da rein tust? Steine. Sand. Irgendwas, was es beschwert. Sodass es dann schwimmt. Steine schwimmen super. Da tut man das Bier hinein. Steine schwimmen ja super, oder? Da tut man Steine schwimmen das Bier nicht. Hinein zum Kühlen. Das heißt, hinein. Es ist am Meeresgrund mit dem Stein. Wo, welches Meer? Welches Meer hat ca. 30 cm Ganz Tiefe? Am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, richtig. Jedes Meer. Ja. Jedes Meer. Jedes. Eigentlich fast jedes Meer, Oliver. Nicht an der Steilküste. Nicht an der Steilküste. Aber auch der Klippenspringer. Auch der Marianengraben hat einmal klein angefangen. Gibt es das Wort? Marianengraben. Nein. Ja. Bitte blas nie mehr wieder was auf. Man merkt wirklich, dass du ein bisschen. Es fehlt dir was. Ich habe so viele Lieder in mir. Ja. Es ist nur der Sauerstoffmangel, glaub mir. Ein Trainingstablett für betrunkene Kellner, damit sie im nüchternen Zustand sich auch fühlen können. Wofür unten werden. Ist das Gegengewicht? Das ist das Gegengewicht, weil du bist da schwerer. Ja, unten ist die Registrierkasse drin. Danke. Okay. Komm, also Anfang des Meeres. Der Anfang des Meeres. Der Anfang des Meeres, ja. Du hast doch bei Kinder. Meer ist das schon wenn du am Strand bist, dann sagst du deinen Kindern, bitte geh nicht so nah an den Anfang des Meeres. Oder sagst du nicht einfach Ufer? Am Beginn. Okay. Ja. Oder Neusiedlersee, glaube ich, der ganze See. Kannst du überall. Bist du am Grund damit am Neusiedlersee? Ja, bist am Grund. Mehr ist schon immer. Ja. Ja, also hier ist ein Stein drinnen. Zum Beschweren. Kannst doch, ja. Kann irgendwo. Natürlich auch. Wasserdichtes Handy sein. Was an. Ich möchte mich beschweren, bitte. Nein, du beschwert, ja. Rätz in Sackel. dann schwimmt das oben, weil Luft drinnen ist. Ja. ja, genau. Dann schwimmt es, ja. Und dann weiß ich, dreh's dann kann mal man um. Sich ja nicht draufsetzen. Vielleicht gehört es umgekehrt. So. Es gehört ja so. Genau, so gehört es, ja. Dieses Ding der Woche kann nämlich Leben retten. Moskiten. Auch wenn draufsteht, dass es kein Life-Saving-Device ist. Es ist so, wahrscheinlich für Menschen. Man bloß nicht auf, man füllt es mit geschmolzenem Blei. Nein. Wenn man angegriffen wird oder Zeuge wird, wie jemand angegriffen wird, nimmt man es am oberen Schnirl, haut dem Angreifer das geschmolzene Blei am Schädel, übern Schädel. Und die Prinzessin ist gerettet und heiratet den Kasperl. Ja. Danke, Thomas Maurer. Hast nichts damit kann man leben. Nichts Rosanes mehr. Damit kann man Leben retten. Ja, damit kann man Leben aber retten. Ich kann's ja nicht wenn einmal du dich wo umbringen aufhängen. Willst und das hängt neben dir, denkst du, was ist das? Zum Aufhängen zu stell dir vor, du bist. Das ist was hier. Soll ich mir vorstellen? Stell dir vor, du bist. Beschwer dich mal. Also beschwer das mal. Scheiße hier! So, da ist jetzt der Stein drin. Und stell dir vor, ich bin ein Frosch in einem Swimmingpool. Das ist für mich eine tödliche Falle. Ja? Ja. Aber jetzt kommt diese Froschrettungsrampe, die du am Rand des Swimmingpools so befestigst. Dann kann der Frosch hierher, pack, und kann da raus. Nein, ja, und auf der Autobahn geht's auch, oder was? und was versteht man unter einem Kulturbuffer? Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Danke, Andi. Danke, Andi. Das ist so magisch. Weißt du es wirklich? Natürlich. Sag's bitte. Nein, Blödsinn, nein. Gar nichts weiß er. Kulturpuffer? Der Kulturpuffer. Ein Puffer?
Ja. Also für, wie bei einem Zug. Also wenn das zwei Waggons nicht aneinander. Ja, Kuffer. Ja, ja. Ein Puffer. Ja, ja, genau. Würde es in Österreich auch geben? Ich glaube, wegen Österreich gibt es einen Kulturpuffer, unter anderem. Es gibt, bevor du es weißt, Nein, das bist du. Die haben dich eh nicht lassen. Danke. Ein Kulturbeutel. Ja. Und das Kulturbeutel ist so viereckig. Moment. Der Kulturbeutel. Beutel. Es gibt einen Kulturbeutel. Ja. Vielleicht gibt es auch einen Kulturpuffer. Der muss eine. Ganz offen und ehrlich, was ist der Kulturbeutel? Na, da hat man, glaube ich, so fürs Wochenende, nicht? Die Zahnbürste, die, dass man keine Babys kriegt und so. In dem Kulturbeutel ist, glaube ich, so... Zahnbürste zu keine Babys zu bekommen. Zahnbürste kriegt man... Uli, wenn du die Zahnbürste brauchst, ist kein Gefahr. Alles klar. Was? Jetzt weiß ich, warum ich kinderlos geblieben bin. Nein. Ich putze mir zweimal am Tag die Zähne. Es funktioniert. Ja. Es war großartig. Jetzt, nee. Ich habe mir schon gedacht. Aber eine Art der Verhütung. Aber das ist doch so, oder? Im Kulturbeutel hat man so das drinnen. Ja. Und dann gibt ich weiß nicht, was der. Wieso heißt das Kulturbeutel? Das weiß ich auch nicht. Ja, weil das Zahnbürste das zur Verhütung drin ist. Ja, bei mir, ich verwende nicht. Da ist auch schon eine Kultur drin. Aber das heißt doch so. Du hast das. Das Burgtheater-Abo drin, ein Reklamheftel. Ja. Das ist der Kulturbeutel. Nein, Kulturbeutel nennt man, wo du den Rasierschaum hast. Den, ich wollte es ja gerade erklären. Den, ja. Das nennt man Kulturbeutel. Das Täschchen, das man hat. Ich nenne das Necessaire. Ja. Ja, nein, Necessaire. Ah, mais oui, mais on peut parler français aussi. Okay, gut. Okay. Ja, Necessaire. Excusez-moi. Aber wo? Ein Kulturbeutel? Der ist eben viereckig. Es ist viereckig. Der Kulturbeutel und der Puffer ist immer rund wie ein Puff. Ja. Deswegen heißt der Kulturpuffer. Ah, und was tust du in den Kulturpuffer rein? Die elektrische Zahnbürste. Ja. Jetzt wird's dir. Ach, die Uli. Früher haben wir froh, dass die Uli da ist. Ich bin auch so froh, dass ich noch ein kleiner Bub war, hat mir das aufgeklärt. Da war das eine war ein Turnsackerl und das andere der Waschbeutel. Okay. Speidel. Und der klingt. Ja. Gut. Ja. Haben wir zum das im Schritt waschen. Ja. Na, vielleicht waren zwar Kulturen aufeinandertreffen. Wenn zum Beispiel Wiener, wo hier auf Urlaub fährt. Ja. Am Flughafen steht einer, den darf einmal schimpfen, ja, dass alles Arsch ist und geschissen und dann geht er raus und das ist für die, die dort wohnen, nicht mehr so arg, wenn der kommt. Das ist ein bisschen die. Ich hab's nicht verstanden, nicht. Aber es gefällt mir. Es ist Peppi, es ist super. Es ist ganz hervorragend. Ein guter Ansatz aber. Aber ein guter Ansatz. Aber das mit Zahnbürsten. Nein, Alter. Das mit Zahnbürsten war logisch, aber mich verstehst du nicht. Pass auf, jetzt kommt ein Hinweis. Ja. Da, 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 bam. Den Kulturpuffer kennt man vor allem in der Schweiz. Und ich habe vorher schon was gesagt wegen Österreich, aber es stimmt nicht ganz, nicht wegen Österreich. Also. Aber auch. Na, du hast nur gelacht auf die Frage, ob es das in Österreich gibt. Naja, ja, weil es zwischen Schweiz und Österreich ist natürlich. Nein, nicht nur. Aber hat es was mit Frauen und Männern zu tun? Nein. Leider. Alles hat also mit Frauen nicht Schweiz und nicht Österreich, Vorarlberg? Das ist der Kulturpuffer, genau. Vorarlberg, ist, Vorarlberg ist der Puffer zwischen Schweiz und Österreich. Na, vielleicht. Weil man Schweizerdeutsch nicht so versteht und dann gibt es einen Übersetzer, der das auspufft. Bitte, oder nicht, so. nicht falsch verstehen. Es geht nicht um das Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz. Ja. Es geht eigentlich das alle sind anderen Länder, die rund um die Schweiz sind. Also Deutschland, Frankreich. Italien. Aber in Schweiz vielleicht sehr viele Kulturen zusammenkommen, wie das Geld dort buckert. Aber mit der Sprache meine ich. Was mit der Sprache? Ja, weil da sind ja so viele Sprachen. In der Schweiz zum Beispiel. Na, vier. Ja, sind auch nicht wenig, nicht? Im 15. hast du mehr. Pass auf. Jetzt hat aber auch einmal der Gere recht. Und das ist der Kulturpuffer? Ja. Ja. Nein, eben nicht. Nein. Vielleicht heißt eine Sendung im Schweizer Fernsehen so, die mehrsprachig ausgesendet. Aber was hat das mit Österreich zu tun? Das weiß ich. Was hat das mit Deutschland zu tun? Dass der Österreicher auch versteht. Dass der Österreicher auch verstehen kann. Auf Dreisat läuft es nämlich. Ja. Ja, das sind wir gemeint mit den Sprachen. Der Kulturpuffer. Das ist Le Culture Buffet.
Das ist ein Kulturbuch. Also. Und, das ist halt. Und jetzt das bitte noch auf Rätoromanisch. Ist es eine Speise, Oliver? Eine Speise? Ja. Ja, der Kartoffelpuffer. Naja, ja. Mit Kulturkartoffel von Peppi Hopf aus dem Bio-Porno. Und ich kann es im Fondue dann einrühren. Ja. Na, Untertitel, vierfache Untertitel in allen Schweizer Sprachen. Und du siehst keinen Film mehr. Ja. Ja, aber... Geri, du hast in einem völlig anderen Zusammenhang das richtige Thema Sprache. Duschiert. Migration. Migration? Nein, nicht Migration. Nein. Sprache? Nein, davor. Habe ich Sprache davor schon gesagt? Nein, aber Sprache. Was war davor? Vorarlberg? Nein. Aber was hast du gesagt? Das ist, der beste Beweis, dass ihr fünf Minuten später nicht mehr wisst, was ihr hier gesagt habt. Weil das zwei Minuten später schon nicht. Zwei Minuten später. Ja, aber das ist ja auch der beste Beweis, dass wir es nicht auswendig gelernt haben, sondern dass es aus uns rauskommt. Uli, sag was. Was? Noch was. Aber was habe ich gesagt? Was hast du gesagt? Was der Buffer alles sein? Das war eine deiner ersten Assoziationen. Bei der Eisenbahn. Bei der Eisenbahn. Es gibt verschiedene Schienengrößen. Die sind aber, und die sind aber Gleisgröße. Die sind aber in der Schweiz Märklin, spurbreit. Märklin und ja, wenn Märklin in Rheinbahn übergeht, dann sind verschiedene Schienen, da gibt es einen Kulturverfahren. Nein. Mit Berge und Zug? Zug, Schweiz, Österreich? Nein, dass die Fahrkarte gilt. In 400 Kilometer um Schweiz. Nein, das ist von den Grünen die Geschichte. Nein, es muss schon was mit Zug zu tun haben, mit Puffer, Puffer. Ja, mit es muss was mit Zug zu tun haben. Aber ich habe gesagt, wegen Österreich. Und das stimmt. Und Österreich, Berge, Tunnel, ja. Berge. Der Tunnel ist der Kulturpuffer. Hallo, Berge, Tunnel. Ganz ruhig. Aber Deutschland, was ist mit Deutschland? Flach. Aber trotzdem gibt es dort Tunnel. Eine... Tunnel, Zug. Nicht Presse, aber ihr zwei macht es mir gerade Angst. Das ist immer so, das vergeht. Na, ist es mit der Eisenbahn, Oliver? Na sicher ist es mit der Eisenbahn. Aha. Kann irgendjemand einen ganzen Satz bilden jetzt? Ich kenne mich auch nicht aus. Ist es Eisenbahn? Du nö. Aber vielleicht ist eben der Kulturpuffer etwas, wo sanft zusammenpufft. Nein, es ist generell bei Bahnfahrten. Seid ihr schon einmal in der Schweiz mit der Bahn unterwegs gewesen? Ja. Was passiert denn bei den Schweizern? Alle zwei Minuten vorher sieht man die Berge. Bitte? Es gibt Toblerone. Nein, du kannst die Uhr nach den Abfahrtszeiten stellen. Um 13.15 Uhr, wenn der Zug abfährt, fährt der Zug ab. Und wenn er um 13.22 Uhr wo ankommt, dann kommt er um 13.22 Uhr an. Dafür sind die Schweizer Bahnen wirklich berühmt. Ich dachte, die Uhren. Nein. Die werden nach der Bahn eigentlich gestellt. Eigentlich gehen die Uhren ja total ungenau. Genau. Aber der Zug fährt immer so ein. Aber was ist die... Ja, das ist genau. Der Lokführer, warten wir, bis es 3:15 ist. Dann fahren wir ein, dann stimmt die Uhr. Nein. Aber was ist jetzt der Puffer? Und der Kulturpuffer ist Österreich, Deutschland, die umliegenden Länder, die mit Zugverspätungen ins Land einfahren. Und was ist wie holen die das dann auf? An der Grenze. Grenze an eine Uhr. Nein! Das ist der Kulturpuffer! Kulturpuffer! Nein, an der Grenze. An der Grenze gibt es eine Wartezeit. Da gibt es eine Wartezeit von, ich sag mal, 10, 15 Minuten, ich habe keine Ahnung. Oder länger, wenn der Zug an der Grenze ankommen sollte, um 20 Uhr. Er kommt aber erst um 20:03 Uhr an. Ja. Dann muss er bis am nächsten Tag 20 Uhr. Ja, dann darf er erst weiter. Dass er wieder pünktlich ist. Ja, ist ja logisch. Nein. Der Kulturpuffer, wenn er um 20 Uhr kommen sollte, dann haben sie eine Abfahrtszeit, die, was weiß ich, 10, 15 Minuten, um eine eventuelle Verspätung abzufedern. Und wenn er pünktlich kommt, erwischt er nicht, wenn er einsteigen will. Oh ja, dann muss er 15 Minuten warten, die unnötig sind. Aber gilt das für Flugzeuge auch? Die bleiben in der Luft stehen, an der Schweizer Grenze. Das ist ein Hubschrauber, Uli. Also ein Hubschrauber. Versteht ihr? Nein. Nein, ja. Nein, hallo! Das heißt aber, die Schweizer sind so prepotent, dass sie davon ausgehen, dass wir zu spät kommen.
Kann man das so sagen? Vor allem, wir verabschieden uns jetzt von unseren deutschen Sehern via Dreisat. Schönen Abend aus Wien. Und es sind ja pünktlich, die Deutschen. Die Deutsche Bahn, natürlich. Die Deutschen Bahn. Ja. Sagt es nicht unseren deutschen Sehern. Wir haben sehr viele. Ja. Nicht, dass die auch gefressen sind. Nein. Wir begrüßen nun wieder unsere deutschen Seher via Dreisat. Die Deutschen sind das. Okay. Die Schweiz plant solche Grenzwartezeiten bei manchen ICEs aus Deutschland ein, damit der genau getaktete Fahrplan in der Schweiz nicht durch deutsche Verspätungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Und diese verlängerten Aufenthalte, die waren schon in Stalingrad, ein großes Problem. 55 wird zurückgefahren. Ja. Aber ja, wollte schon 37 hier sein. Und was ist mit einem Zug, der aus der Schweiz nach Deutschland fährt? Ja, der muss ja warten. Na, der ist ja pünktlich. Ja, aber für die Deutschen kommt er zu früh. Er muss ein Abstellgleis. Der Kulturpuffer. Der geht da macht sich der Deutsche noch die Haare für Deutschland. Der Kulturpuffer gilt nur für Deutsche, die von außen auch reinkommen. Also nur rein. Nur rein, natürlich. Rein in den Rhein. Rein in den Rhein. Aus jetzt! Hoppala! Aber er schreibt noch. Herr Lehrer. Italienische Züge müssen eine Woche warten. Ja, gutes Benehmen ist für ein kultiviertes und angenehmes Miteinander natürlich ganz entscheidend. Beleidigungen sind absolut out. Aber was man im 19. Jahrhundert manchmal gesagt hat, kommt uns vielleicht beleidigend vor. Was meinen Sie, bedeutet es, wenn jemand sagt, eine Frau hat Elefanten? Eine Frau hat Elefanten. Einfach für Elefanten oder kommt jetzt ein Elefant? Eine Frau, Sie haben Elefanten. Naja, das ist ja nicht beleidigt. Das wäre beleidigend, wenn er sagt, Sie haben einen Elefanten-Arsch zum Beispiel. Das ist beleidigend. Aber oder, Sie haben Elefanten. Aber ich habe einen Elefantenrüssel, gnädige Frau. Ich darf annehmen, dass es nicht als Comilfaux gegolten hat, die weibliche Büste in dieser Art und Weise zu loben. Ich denke, nein. Sie haben Elefanten? Ja, Sie haben Sie Elefanten. Haben Elefanten ja. Warum ist das eine Beleidigung? Es war keine Beleidigung. Wir reden nicht davon, dass es eine Beleidigung ist. Was bedeutet es, wenn man sagt, eine Frau, Sie haben Elefanten? Oder aha, okay. Im 18. Jahrhundert oder im 19. Grippesaison, es rinnt der Rotz aus der Nase. 19. Jahrhundert. Ja. Rüssel hängt dir und du sagst, eine Frau, Sie haben Elefanten. Und damit man nicht sagt, Ihnen hängt die Rotzglocken, außer dass es mir regt. Bitte ein Tag. Ja, vielleicht hat sie Mundgeruch gehabt. Kennst du, wo eine Dame sagt, ein Herz einer Dame sagt, hören Sie feiner Wurzel aus der Pappen und die haut ihm eine Runde. Und der geht zu seinem Freund und er sagt, das war jetzt blöd, der hat meine Obe gehabt. Der sagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, sie feuert aus der Pappen. Das kannst du nicht machen, du musst hingehen. Man sagt, liebe Frau, Sie riechen etwas aus dem Mund. Der geht wieder hin und der schaut so der Freund von der Ferne und nach zwei, drei Wortwechseln haut die Dame dem wieder eine Obe. Sagt der Freund, was hast du gesagt? Sagt er, na gar nichts, ich hab's mit euch gemacht, gesagt, dass ich bin hingegangen und gesagt, ne Frau, Sie riechen etwas aus dem Munde. Hat sie gesagt, das ist meine neue Brücke. Hab ich gesagt, da wird ihnen wer hinterm Pfeiler geschissen haben. Das war mein Vorsprechen für Puls 4. Ja. Du dich freust es sicher. Aber weil wir schon alle so diszipliniert sind, ich wollte wirklich, weil mich der Herr Schäfer-Elmayr daran erinnert hat, ich habe eine Benimmregel erfunden und warte schon lange auf die Gelegenheit, das an meinem Millionenpublikum vorzustellen. Fuß bitte. Ich möchte gerne für immer einführen, dass Teller abschlecken in Ordnung ist, wenn man nicht wie ein Sauprolet den Schädel bewegt, sondern den Teller. Aber sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja. Na, bin ich.
Vielleicht liegt es daran, im 19. Jahrhundert hatten ja viele noch Hausbedienstete. Ja. Und die waren ja meistens, wie das so übrigens, die waren keine Österreicher, auch keine Kronländer Österreicher, maximal, oder vielleicht dann doch, aber nicht jetzt Kernland Österreich, aber vielleicht sogar von weit her, vielleicht sogar aus dem Nahen Osten, aus der Levante. Und dann haben sie gesagt, gnädige Frau, Sie haben Elefanten. Ja, der ist aus dem Libanon. Und so ist es damals eben so umschrieben worden. Ja, also okay. Also sprichwörtlichen. Das ist nicht einmal rassistisch. Das war doch sehr elegant. Ja, sehr elegant. Im 19. Jahrhundert kein aber Problem. Aber vielleicht ist es auch ein Lob tatsächlich. Ja. Weil man weiß doch, dass Elefanten sich wahnsinnig gut Dinge merken. Ja. Und wenn man zu einer Frau gesagt hat, sie haben Elefanten, hat das geheißen, sie sind irrsinnig gescheit. Nein, das hat bedeutet, sie können sich Menschen leisten, diese Sachen für sie merken. Ja, der Herr gescheit. Der Herr gescheit. Ja, der Herr gescheit. Der Herr gescheit. Aber eben, das sagt man ja doch meistens, sie haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Aber vielleicht ist man ein Elefant unter sich. Langsam. Man kann sich das leisten. Eines nichts mehr. Habt ihr noch überhaupt keinen Wert drauf gelegt, dass man es einer Frau gesagt hat? Weil auch die Rotzglocke hätte man ja auch einem Mann sagen können, Sie haben Elefanten. Man hat es aber keinem Mann gesagt, sondern man hat es explizit Frauen gesagt, Sie haben Elefanten. Vielleicht waren die Kinder, das hat ja damals das Zeichen der Gesundheit gegolten, waren sie so richtig ausgefressene, muggelfette, geschrocken worden. Dass man mit einem anerkennenden Unterton sagt, nee, Frau, das sind Elefanten, die sind da. Oder wenn es der Hausfrau geltend, damals noch, ja. Wenn es irrsinnig ausgeschaut hat daheim. Ja. Sagt, da wieder rennen, sind Elefanten durchrennen. Die kleine Frau, Sie haben ja Elefanten. Sie haben ja Elefanten. Ich weiß nicht, was bei einer anderen, aber ein Porzellanladen. Ja. Was ein Kompliment? Was ein Kompliment? Das ist eine Frage, da muss ich nachlesen. Ich habe nicht aufgepasst. Oder war ein Elefant im Porzellan? Nein, es war so, nein, es war kein Kompliment. Nein. Wenn eine Frau... Was? Nein, bitte. Spöttisch. Bitte sag. Wenn eine Frau viel Glück hatte im 19. Jahrhundert, ja. Dann hat man gesagt, sie haben ja Elefanten, weil... Du hast vergessen. Jetzt musst du schon... Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mir an was anderes gedacht. Du hast gesagt, im Porzellanladen... Ja, ich habe gesagt, bei Ihnen schaut aus wie Elefanten. Ach so, ja, nein, weil im Porzellanladen sind ja Scherben durch den Elefanten. Ja. Scherben bringen Glück. Ja. Wenn die Frau viel Glück haben Sie Elefanten? Jetzt habe ich einen Gehirnschlag gehabt. Ja. Glück hat sie Elefanten. Muss sie Elefanten die haben. Die im Porzellanladen. Alles zertrampelt. Aber lustig, es ist einmal ein Elefant in den Porzellanladen gekommen und die Verkäuferin hat gesagt, um Gottes Willen, was wollen Sie denn? Sagt der Elefant, rumkugeln. Müsste wieder was singen. Am besten geht es gemeinsam zu Puls 4. Der Gerald nimmt euch mit Handkuss. Es hat vielleicht mit Sauberkeit im Haushalt. Achtung, bitte. Achtung, was? Vielleicht hat es mit Sauberkeit im Haushalt. Mit Sauberkeit, das letzte Thema für diese Runde. Sauberkeit. Wenn es besonders schmutzig war, war es nicht einmal nur der Lurch, sondern eine Frau, sie haben Elefanten. Ich singe mir da was. Elefanten machen die Küche, Lebensmittel sauber, Bretter, Töpfe, Pfannen, Lebensmittel sauber. Darum kann ich Elefanten. Willst du es noch mal empfehlen? Elefanten haben die wilde Zitrus frisch. Nein, ich weiß. Ich glaube, es war doch ein Lob. Es ist im Gegenteil, wenn die Wohnung mustergültig in Stand gehalten hat. Der Elefant war ein Prestigeobjekt, das konnten sich nur die Reichen leisten. Das war der Kercher des 19. Jahrhunderts. In verfließten Räumen bist du mal. Und, oh, sie haben und auch wenn man eben sich keinen Elefanten leisten konnte, hat man sozusagen Anerkennung für die blitzblanke Küche ausgesprochen. So, nee, Frau, ich habe Elefanten. Sehr gut, letzte Antwort für diese Runde. Und wir fragen Thomas Schäfer-Ellmeier, der uns jetzt aufklären wird. Was war im 19. Jahrhundert gemeint, wenn man einer Frau gesagt hat, sie haben Elefanten? Die sogenannten Elefanten waren eine Modeerscheinung des Biedermeiers. Damals wuchsen nicht nur die Röcke und Kleider der Damen ins Gigantische, auch ihre Ärmel wurden immer größer und umfangreicher und wurden durchaus etwas spöttisch als Elefanten bezeichnet. Ah.
machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Südamerika, Kolumbien. Und zwar ist nicht weit. Nein, ist nicht weit. Aber nur da so übers große Wasser da oben. 1995, Kolumbien, also vor 25 Jahren. Und damals hat eine offizielle Behörde 420 Pantomimen engagiert. Und ich möchte von euch wissen, aus welchem Grund. Damit die Löwen sich schrecken. Die berühmten südamerikanischen die Elefanten. Mich würde jetzt interessieren, wie die Uli auf Löwen und Schrecken. Ja, aber mein Liebes, aber habt ihr das nicht mitgekriegt, die berühmte Löwenplage in Südamerika? Ja. 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 Ihr lacht in Kolumbien 1995, ja. Da waren ganz viele Löwen. Da hat es eine Zeit lang beim Billa so günstiger Löwenfleisch gegeben. Wir waren Billa dort, das wusste ich gar nicht. Und deswegen gibt es jetzt keine Löwen mehr. Wir lachen. Durch die Kanalisation nur Pantomimen können Löwen überhaupt. Nein. Aber gut, also was haben die Pantomimen gemacht mit den Löwen? Nein, nicht mit den, vergiss das ja, nicht. Nein. Hallo. Die Pantomimen haben so gemacht und die Löwen haben sich gedacht, da komme ich nicht weiter. Ja. Ja. Uli, ich muss dir leider, weil du bringst mit deinen Sachen immer die Runde so auf Vordermann. Schön, man hat die Gedanken so selbst. Ja, das würde dir ja gar nicht kommen. Nein, zum Glück, ja. Das steht ich gar nicht aus. Mein Lieblingssatz von Uli war halt, das Gegenteil von Strom ist Benzin. Das ist klar. Ja. Oder? Ja. Man kann es nicht besser an den Punkt bringen, finde ich. Da lernt man was. Ja. Das Gegenteil vom Diesel ist Energie. Und das Gegenteil von einem Löwen ist eine Pantomime. Ja. Warum sind Sie Pantomime geworden, wenn meine Mutter kein Löwe war? Das ist die schönste Berufswahl. Was gehst du heim, Fasching? Als Löwe oder als Pantomime? Wie viele Pantomime? Ich glaube, 240. Nein, 420. Ja, dann warst du es nicht. Die haben schon zusammengefressen, die Löwe. Aber am Land oder in der Stadt? Also in Südamerika City. Genau! Das wäre meine Frage. Hinter der Ortstafel. Ja, wo genau ist wurscht, oder? Nein, es ist nicht wurscht. Es ist nicht wurscht. Ich glaube, dass die Polizisten ausgegangen sind. Jetzt haben sie Pantomime. Statt die Polizisten. Hallo, sind die Polizisten rausgegangen? Schicken Sie uns Pantomime. Aber die haben. Was? Aber die haben den. Ist da. Ist schon gelöst. Es ist nicht gelöst. Nein, die haben diese berühmte Pantomime-Nummer gemacht, wo man die Zigarette austritt. Und das war so ein Hinweis für Herz auf zum Rauchen. Ja! Die haben es einfach in der ganzen Stadt verteilt. Nein. Die haben das Waldsterben nachgemacht. Wie habt ihr. So, jetzt, Geri. Jetzt ist man. Nein. Ich hab Angst, dass es abfährt. Ich kann es nicht mehr. Ich würde 5 draus dran, weißt du? Da kommen 420 Pantomime, krieg ein Tonbandel. Guten Morgen, Mr. Hunt. Ihr Auftrag ist, das Waldsterben nachzumachen. Und die ersten sind so da gestanden und der letzte ist dann schon so da gestanden. Ich bin mittlerweile tief überzeugt, dass die Uli ein kybernetischer Sprachsimulationsapparat ist. Wie, die werden von einer offiziellen Behörde engagiert und dann ist ihr Auftrag. Guten Morgen, Pantomimen! Wir haben Park-Sheriffs, die sind ja auch offizielle Behörde. Ja, aber die machen doch nicht das Waldsterben nach. Nein, unsere nicht. Aber Moment, oh, das hat ja Sinn, um darauf aufmerksam zu machen. Aber warum aufs Waldsterben, Uli? Weil der Wald kann nicht sprechen. Und Pantomime auch nicht. Ich jetzt eine Geschichte. Ich weiß ja, dass die Uli keinen Alkohol trinkt. Anfang bitte an zum Stoppen.
Und meine Theorie ist ja, die geht ja total im Bruch. Meine Theorie heißt ja, man kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber ich gehe auf Nummer sicher. Aber bei der Uli stimmt das nicht. Das ist wirklich großartig. Ja, aber ich bin ja nicht lustig, ich meine es ja ernst. Das ist ja das. Das ist ja genau. Geht's, hä? Was los? Ja. Also damit der Wald eine Stimme bekommt. Bitte beim Pantomime. Die Pantomime. Das ist die größte Verarsche des Waldsterbens. Wir engagieren Pantomime. Ich bin immer ein Krug gewohnt. Und die haben dann gesagt, warum stirbt der Wald? Sagt er, ich hat er nichts gesagt. Na, hätten sie was gesagt? Nein, das ist traurig. Jetzt, Pantomime, engagiert Pantomime, aber wir sollen reden auch. Weißt? Das ist eine sprechende Pantomime. Die wollten auf was hinweisen. Nein, hör auf, es ist vorbei. Es ist wurscht, ja. Es ist völlig wurscht. Nein, ich glaube, die gibt es eh gar nicht. Oh ja, aber es ist besser, wird es nicht mehr. Das die haben das Piktogramm erklärt. Ja. Nein, das war der Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Der ist 95 Bürgermeister geworden, der Antanas Mokos. Pass auf, ein großartiger Mathematiker und Philosoph. Und er hat Folgendes gemacht. In seiner ersten Amtshandlung hat er korrupte Verkehrspolizisten entlassen. Fristlos. Und stattdessen hat er 400 Pantomimen eingestellt. Und die sollten die Verkehrssünder humorvoll verspotten, auf Fehler hinweisen, Fußgängern helfen. Weil die Idee dahinter, die Kolumbianer hätten mehr Angst vor öffentlicher Demütigung als vor einer Strafe. Das ist übrigens nur, falls einer merkt, das ist... Links oder rechts der Pantomime? Das ist übrigens der Zitronenbaum, weißt du? Das ist der Waldsterb. Ein sterbender Zitronenbaum. Wenig Wald im Bild. Für die Uli, schau, wie wenig Wald. Da ist kein Wald mehr. Sie weisen darauf hin. Genau. Es sind Bilder aus Caracas, nur falls es jemand merken sollte. Da ist das Jahre später auch eingeführt worden. Aber tatsächlich, es dürfte gefruchtet haben. Die Zahl der Verkehrsunfälle und Gesetzesübertretungen sank um mehr als 50%. Großartige Frage, herrliche Antworten, Uli. Wir lieben dich. War eine wunderschöne Sendung. Ich freue mich auf viele weitere und auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Alles Liebe, danke.